Guten Morgen, meine Lieben. Heute ist der 13. Jänner bei uns. Au! In Deutschland sagt man 13. Januar, oder? Jänner, ja. Ja. Au! Hat mein Brust gebissen. So wahnsinnig geworden. Au! Ich habe mal irgendwo Jänner gesagt und dann haben die ganzen deutschen Zuschauer gefragt, was ist Jänner? Ja, ich weiß es, ich habe auch einmal Jänner geschrieben. Au. Also, heute ist 13. Januar. Bibi ist noch da drin. könnt ihr sehen. heute ist 5 Tage, oder? Ja, 5 Tage. Die Lara kam auch 5 Tage danach. Also, schaut aber noch alles so aus, als würde er wahrscheinlich noch ein bisschen drin bleiben. Ich habe gar keine Anzeichen. Hier und da mal ein Zwicken, aber nichts Großartiges ist. Ja. Wir sind jetzt kurz im Büro. Au! Die Kinder haben gerade gefrühstückt. Wir haben noch nicht gefrühstückt. Wir trinken noch einen Kaffee und ich mache ein bisschen was für uns. Der Papa möchte nämlich seinen Jahreskalender, also er hat was bei mir bestellt. Jahresplaner. Ist ein Kalender. Kalender? Ja, also so eine Jahresübersicht, die wir uns aufhängen, wo wir unsere persönlichen Termine eintragen wollen. Und das mache ich jetzt gerade und der Papa ärgert sich, Sophie. Ja, Sophie ärgert uns alle hier. Oh, wie denn? Wie sowohl macht die Henny als auch mich. Wie macht sie das? Diese blöde Maul, zum Beispiel. Hey, nicht die Sophie hauen. Komm mal, beiß. Emmy? Was au, ist au, 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 au! Beißt sie fest? Die kleine Luisa hat jetzt einen Keks verdrückt. Und wir sind hier im Wohnzimmer. Die Lara hat sich auch einen Keksi geholt. Ha? Mhm. Ah, Keksi-Maus ist halt hier. Wir sind jetzt im Wohnzimmer. Ich habe jetzt hier meinen Bauch ein bisschen frei gemacht, weil das T-Shirt spannt. Auf jeden Fall mit Laptop sitze ich jetzt hier, weil im Büro konnte ich jetzt nicht mehr sitzen. Jetzt kann ich ein bisschen die Beine ausstrecken. Weil das so unbequem ist im Büro sitzen. Mit dem Bauch. Lustig? Ist das lustig? Warum? Das ist lustig. Ich bin ganz begeistert davon, dass die Kinder so Kekse im Wohnzimmer haben. Und wenn ihr dann die ganzen Bröseln runterfallen seht, das ist für mich so als kleiner Morgengänger so ein bisschen. Ja. Habe ich jetzt ein Kuschi gekriegt? Hast du mich jetzt mit Socke angeschmiert? Oh, danke schön. Ja, wir hören auf jeden Fall ein Leo Lausemaus Hörbuch auf Vom Weihnachtsmann auf der Tonybox. Und ich arbeite jetzt weiter meine E-Mails. Und ich spiele wieder das mit den kleinen Lernen. Die Lara spielt Aquabeats. Bist du Aquabeats im Zimmer? Mama, bin ich fertig. Bist du fertig mit Mundwischen? Ja. Okay, stell's hin. Guten Tag, meine Lieben, und herzlich willkommen in meiner Welt. Ja, ich bin mal wieder in der Küche, wie gestern am Abend. Oder besser gesagt, in meinem Büro. Und ich werde jetzt für Mittag was vorbereiten, und zwar heute gibt es Spaghetti Bolognese. Und die Mama möchte nochmal einen Kaiserschmarrn, das werde ich auch noch machen. Und ich werde noch für Patrick einen Bohnenaufstrich. Den haben wir schon seit sehr langer Zeit nicht mehr gemacht. Und jetzt haben wir wieder Bock. Deswegen voller Einsatz in der Küche heute. So, meine Lieben, mittlerweile bin ich jetzt auch in der Küche und werde mit Papa zusammen kochen. Er hat schon alles vorbereitet, die Zwiebel geschnibbelt und den Knoblauch. Und ich habe jetzt hier gerade Nudeln zum Kochen auf den Herd gegeben. Und für den Papa mache ich Kichererbsen-Nudeln, die will er nämlich mal ausprobieren. Und ja, deswegen muss ich die mal abwiegen, weil da stand 80 Gramm pro Person. Und dann koche ich die Spaghetti Bolognese, weil ich bin so aus der Busse. Muss mich wahrscheinlich zeitweise hinsetzen, weil
Die Kugel, die wird ja immer schwerer und größer, wie man sehen kann. Ja, und es ist immer so lange zu stehen. Ja, ich stelle euch mal kurz ab. Also da steht 80 Gramm Kichererbsenpasta. Schaut so lang. Okay. Die Kinder sind übrigens alle super beschäftigt. Der Patrick ist so lieb und hat die Lara und die Luisa mit rausgenommen. Spielen. Also sind im Garten, oder? Ja. Die Michelle macht gerade noch Mathe, ist auch da fertig. So, meine Lieben, wir haben schon gegessen. Ich muss ein bisschen langsam reden, weil mein Bauch ist mega voll. Ja, mein auch. Mein auch. Auf dem Tisch schaut aus wie ein Schlachtfeld. Ja. Aber mein Bohnenaufstieg ist fertig. Es fehlt ein bisschen hier, weil naja, der Koch muss eine Kostprobe machen. Schaut aber auf alle Fälle sehr lecker aus. Und schmeckt sehr gut. Der will 3,50 eine Brotscheibe. Oh, 3,50? Meine kleine Lara hat den Wackelzahn. Schaut mal. Luisa, oh mein Gott. Ich dachte, Luisa kullert vom Bett runter. Darf ich mal? Mach mal I. I. Au. Der muss raus. Lara ist jetzt nämlich Apfel. Und man ich weiß doch. Ich bin so ein Apfel, weil ich ich wollte aus der Nasche und dann habe ich einen Dick, dass er einen Apfel wollte. Okay. Du wolltest einen Apfel wegen. Weil du was du noch nicht, weil ich wollte einen Geschmack haben. Achso. Sollen wir den probieren rauszuholen? Ja, okay. Wir brauchen Klopapier oder ein Taschentuch. Ich brauche Klopapier. Aber hol zwei Stück, ja? Soll ich sagen? Ja. Lara, hol zwei Stück. Lara, die Wacke zahlen? Ja. Das ist gerade der Lara Arzt gehen und in der Zahne gehen. Zum Zahnarzt gehen? Nee, ja. Das kann die Mama. Die Mama ist Zahnarzt gehen. Du kluger kleiner Kopf. Da ist Luisa auch. Die Luisa war auch schon beim Zahnarzt. Stimmt. So brav da warst du. Du hast keinen Wackelzahn. So. Schauen wir mal. Ich habe auch dem Papa erzählt. Hast du dem Papa erzählt? Ja. Und was hat der Papa gesagt? Er war wirklich. Du musst immer offen halten, ja? Warte, ich tue noch ein bisschen wackeln, ja? Der ist noch zu früh. Da muss man noch ein bisschen warten. Lara hat einen Wackelzahn. Willst du dabei sein? Sicher. Die Michelle macht das schon selber zeitweise, gell? Oder hab's immer ich gemacht? Also das letzte Mal habe ich einfach so rein, aber schon draußen. Komm. Ich will nur ganz kurz zwitschern. Ja. Es ist die Angst, die hat Angsthase. Oh. Es tut aber weh. Wirklich. Sollen wir noch warten? Ein, zwei Tage, bis er noch lockerer wird. Und dann wird die Lara noch mal. Problem ist, wir dürfen nicht zu lange warten, weil die Michelle hat schon mal einen Zahn verschmutzt. Das war der Patrick. Mama, das ist Wackelzahn. Das war der Patrick. Wackelzahn. Lara. Lara ist ein Wackelzahn. Ja, ich will keinen Zahn verschlucken. Ja, manchmal, ich glaube, der Party hat einen Zahn verschluckt. Oder ich selber? Du hast erzählt, dass du auch mal einen Zahn verschluckt hast. Dann war es ich. Okay, dann habe ich es verwechselt. Ich habe so eine Erinnerung, dass ich einfach so lange gewartet habe, bis er dann weg war. Und dann habe ich wie lange? Ich habe zu lange gewartet, der hat so stark gewackelt und dann habe ich ihn in der Nacht selber verloren. Im Schlafen, keine Ahnung. Und dann bin ich aufgewacht und dann war das Loch. Und der Zahn war weg. Also habe ich ihn wahrscheinlich verschluckt. Also gegessen. So, meine Lieben, wollte euch noch ein kurzes Update von uns und geben. Ich habe, glaube ich, gerade so eine kleine Wehe, weil mein Bauch schaut so spitz aus. Kennt man jetzt von der Position nicht, aber... Da, schaut mal. Mein Bauch so
sich so zuspitzt, dann ist das meistens so eine Wehe. Aber das ist so eine softe Wehe, dass ich sogar reden kann. Normalerweise, wenn ich so richtige starke Wehen habe, dann kann ich nicht reden. Also schon nur so muss ich mehr atmen, aber das ist so eine einfache Wehe. Ja, auf jeden Fall, hier wird ein bisschen gespielt, also gezockt. Der Baba hat mir noch eine Waschmaschinenladung draufgebracht. Eine habe ich schon gefaltet, aber auf die habe ich jetzt keinen Bock. Oder vielleicht später mal schauen. Auf jeden Fall wird hier noch mal ein bisschen Minecraft gespielt, hat der Baba nämlich der Lara versprochen. Die Luisa denkt, dass sie mitspielt, aber sie hat einen Controller in der Hand, der nicht aktiviert ist. Und sie spielt ein bisschen Minecraft, Laras Lieblingsspiel auf der Switch. Und ich werde jetzt, glaube ich, mir ein Bad gönnen. Morgen habe ich wieder Krankenhaustermin, stimmt. Voll vergessen. Also vergessen nicht, aber so. Was macht das Schaf? Ich habe eine Dekode. Die Wiese essen? Ja, und ich gebe nur eine Dekode. Aber, und ich weiß, wo der Wiese ist. Und ich weiß, wo der Wiese essen kann. Papa! Ja, bitte. Übrigens habe ich hier die Sophie und kuschel mit der. Ja, mein Jutti. Was macht ihr hier? Ich mache einen Schaffer. Was macht sie hier? Ich gebe den Schaf in Wasser. Und du, Luisa? Also ich habe einen Schaf und gerade ein Wasser gegeben. Der Papa ist auch ganz konzentriert. Er ist nicht einfach mit Controller. Nee? Das ist alles so kompliziert. Ja, bei der Batterie und lass uns nicht in sein Pferd spielen. Hey, er wollte auf der Playstation spielen. Aber Papa. Der Papa kann das nur bei Pass. Kann er nicht jetzt auch? Der Papa kann hier auch. Komm schon, schau. Ich bin ein Profi. Ein Profi? Gar nicht ein Profi. Ich bin ein guter Profi. Brüder, wenn ich ein Pferde! Schreit mir in den Ohren. Brüde Pferde! Hey, das ist falsch. Brüde Pferde! Na gut, meine Lieben, ich werde mir jetzt ein Schaumbad einlassen. Und mal schauen, ob sich dann was tut. Wahrscheinlich nicht. Weil die letzten 100 Mal hat es auch nicht geholfen. Auf jeden Fall werde ich mich jetzt vom Vlog verabschieden und wir sehen uns dann morgen. Yes. Wenn wir ins Krankenhaus fahren zum Termin. Wie lange dauert es noch, bis das Baby kommt? Keine Ahnung, Lara. Ich will, dass ich jetzt